Hat begonnen, eine Zeit der Buße und wie die Theologie sagt auch, eine Zeit der Besinnung auf die Erlösung von Sünde und Tod durch das Kreuzesopfer Jesu Christi. So jedenfalls der ursprüngliche Sinn. Doch heute steht eigentlich mehr das persönliche Leiden im Vordergrund, in dem gefastet auf etwas verzichtet wird, das einem wehtut. Tabak für die Raucher oder Schokolade für die Leckermäulchen und Alkohol für die Suchtgefährdeten. Freiwillig leiden und das für 40 Tage brauche ich eigentlich gar nicht. Ich möchte gerne mal 40 Tage lang das Leben genießen, denn das ist doch ohnehin schon schwer genug. Darum sage ich, komm rüber und suche nach neuen Begegnungen. Ich mache mich auf und blicke aus einer anderen Perspektive auf mein Leben. Dazu lädt die diesjährige Aktion 7 Wochen ohne ein. Komm rüber. Und plötzlich entdecke ich Menschen in meiner Nähe, die ich bis jetzt kaum wahrgenommen habe. Ich führe Gespräche, die nicht mit meiner Arbeit zu tun haben, sondern mit Beziehungen. Ich öffne mich für ganz ungewohnte Beziehungen und Perspektiven. Komm rüber. Das ist eine Einladung, die auch mir gilt. Gehe ich rüber zu dem Unbekannten, zu dem Fremden? Und was geschieht mit mir dort drüben? Tut mir diese Begegnung gut oder schadet sie mir eher? So viele Fragen, so viele Möglichkeiten. Mal ängstigt mich diese Herausforderung und an manchen Tagen beflügelt sie mich. Ja, so ist das Leben. Eine Aufforderung und auch eine Einladung. Mal macht es Spaß und mal ist es enttäuschend. Und gerade jetzt, die Passionszeit, die hilft mir dabei, nicht aufzugeben, sondern weiterzugehen, zu vertrauen und auch etwas zu wagen. Denn ganz gleich, wie mein persönliches Empfinden ist, Jesus lässt mich nicht allein auf meinem Weg. Meine Ängstlichkeit und mein Versagen, das kann verwandelt werden. Nicht sofort, nicht unbedingt in diesen 40 Tagen. Denn manchmal braucht es dafür viel mehr Geduld und Ausdauer. Doch diese Einladung, komm rüber, die gilt. Und sie gilt in doppelter Weise. Ich lade andere ein und ich selbst bin auch eingeladen. Darum wünsche ich auch euch,
dass ihr jeden Tag erfahrt, wie es ist, geliebt zu werden. Dass ihr jeden Tag etwas Liebe weitergeben könnt. Und dass ihr an jedem Tag jemanden an eurer Seite habt.